Jo, moin Leute, ich bin's wieder, euer Zultai, hier in The Walking Dead Survivors mit der neuen Season, Season 9, Season 10, ach komm, hör auf damit, ja? Okay, warum heute so adrett angezogen, Zultai? Ja, ich hatte einen Außendiensttermin, ja, ich muss erstmal das Video machen, okay? Gut, wir schauen mal hier meine Hood rein und wir gehen heute nämlich die Kampfberichte durch zwischen Voldemort und den anderen Wahlen. Und, oh, guck mal hier, ich habe Geschenke gekriegt. Wir schauen mal kurz hier rein. Ich habe ein Geschenk gekriegt von Katsumi. Ja, schönen Dank, schönen Gruß an dich. Und wer hat mir noch Geschenke geschickt? MM Yor, auch an dich, schönen Gruß. Frieda, Grüße gehen raus. Angel of Death, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an alle, die mir Geschenke schicken. Wenn ihr im nächsten Video dabei sein wollt, schickt mir einfach Geschenke und ich lese sie vor. Ja. Nein, es ist kein neues Format, ist mir gerade spontan eingefallen. Ja. Okay, und bevor wir zu den Kampfberichten kommen, ich habe so Halsschmerzen. Ja. Also wenn die Stimme ein bisschen verkratzt ist, sorry. Und macht mal in den Kommentaren Hashtag gute Besserung oder so. Ja. Und zwar gehen wir mal hier zu dem guten Voldemort. Let's go! Und der Voldemort hat gekämpft, ja? Und zwar, das sehen wir hier, gegen Caribbean P. Und wir schauen uns diesen Report mal an. Leider komme ich immer zu spät, ja? Ich kriege ihn nicht gefasst. Weder Voldemort noch ihn, noch die anderen Wale. Sonst habe ich die immer, konnte ich die mal aufnehmen, wie sie sich gegenseitig attackt haben, ja? Aber diesmal weiß ich nicht, die sind so schnell, keine Ahnung. Okay, wir schauen mal erstmal hier so grundlegend rein. Also Voldemort auf der linken Seite, Caribbean P auf der rechten Seite. Und die Formationen sind exakt gleich. Ja, die Fahrzeuge, die müssten exakt gleich sein. 60,5 Millionen zu 57. Na gut, rechts ist ein bisschen schwächer. Und wir schauen uns mal die Kampfberichte an. Rekruten ist kein Problem. Ja, kennen wir alle schon. Goldene Ausrüstung, voll aufgepowert, kein Thema. Autos, 60 Millionen zu 57 Millionen. Kleiner Nachteil für Caribbean P. Hunde sind exakt fast gleich. Na gut, da hat Caribbean BRP wieder ein bisschen ein Vorteil, ja, aber beide haben 15 Skills und jetzt kommt, ich habe im letzten Video doch gesagt, Voldemort, du musst deine Ausrüstung mal ein bisschen hochpushen, du musst hier noch ein bisschen investieren, ja, die Ausrüstung kannst du noch ein bisschen pimpern hier, okay, ansonsten sieht gut aus und das hat er gemacht, ja, er hat seine Ausrüstung hochgepusht von der Kriegsmaschine auf Level 50, nun frage ich mich, wie funktioniert das? Ja, wenn du dieses Event machst, du kriegst doch nicht so viele Latten, ja? Hast die alle Latten am Zaun oder was? Nee, aber wie gesagt, wie geht das? Er muss richtig viele Rubine investiert haben. Von daher ist Voldemort hier richtig klar im Vorteil. Level 74, das... Die Kriegsmaschinen solltet ihr nicht außen vor lassen, ja? Die sind richtig wichtig. Ja, Michonne gegen Michonne. 7700 zu 7700 Truppen. Kills from Skills, ne, guter Reim. Voldemort hat 1700 Kills gemacht, nur durch die Skills. Und Caribbean P 1400. Deswegen die Skills bei den Helden, bei der Kriegsmaschine, die sind enorm wichtig. Attack, Defense, Health, Speed, Damage Deal, Damage Taken. Damage Deals und Taken ist Caribbean P. BRP natürlich im Vorteil, aber Voldemort ist hier mit seiner Michonne richtig am Kämpfen. Ja, die hat richtig hohe Attack, Defense und Health. Ezekiel, mein Guter. Oh, 1700%, das ist echt krass. Ja? 1600, 1500. Speed ist gleich. Damage und Dealt und Taken ist Voldemort hier im Vorteil. Nicht schlecht, ja. Und hier der gute Jesus. Nahkämpfer gegen Scharfschützen, beziehungsweise Scharfschützen gegen Nahkämpfer. Ja? Ist immer so eine Sache. Aber auf jeden Fall hier Voldemort auch gut im Vorteil. Außer Damage Taken. Könnt ihr mal die Attributenressource angucken. Gebäude ist Voldemort vorne. Technologien sind sie beide gleich. Ja, das sind echt Prozentpunkte. Davon können wir erstmal nur träumen. Ja, das ist Wahnsinn. Rekruten ist Voldemort 1% besser. Warcard ist klar. Da hat er über 129% und sein Gegner 61,72%. Ja, das ist schon echt ein Unterschied. Krass. Wir können ja nochmal einen Kampfreport angucken, wo Voldemort... wartet, ihn hier, diesen Kampfbericht. Voldemort hat zweimal gewonnen. Caribbean P hat einmal gewonnen. Können wir auch nochmal ganz schnell durchgehen. Rekruten
ist alles klar, das wissen wir alle schon. So, ich würde gerne mal wissen, wann es soweit ist und der erste Wal die 2000er-Prozent-Marke knackt. Ne? Vor ungefähr ein Jahr habe ich viele Videos gemacht und habe immer gesagt, das ist völlig utopisch. Welcher Wal knackt zum Anfang die 1000%-Punkte? Ja? Ein Jahr später kratzen wir schon an die 2000%. Und das ist echt, weiß ich nicht. Hier 1720% Attack, das ist ordentlich. Der Speed 37, das ist nicht schlecht. Ne? Also wie gesagt, es ist schön anzugucken. Wir kommen wahrscheinlich erst in 2-3 Jahren in diesen Genuss, so hoch zu kommen, währenddessen die denn schon weiter sind, ne, dann haben sie wahrscheinlich 5000 Prozentpunkte oder wahrscheinlich auch 10.000. Merkt euch meine Worte, es geht noch viel höher und es wird noch mehr kommen. Ne? Merkt euch das. Okay, dann gibt es hier noch einen Kampfbericht gegen Lyncher UA. Ja? Auch kein schlechter Gegner. Voldemort hat hier einmal gewonnen und Lyncher hat einmal gewonnen. Wir können mal auf Lynchers Sieg gucken. So, Rekrutenausrüstung, okay. Feuerwehr, 55 Millionen. Hund ist Stinky Daddy. okay, alles klar. Die Kriegsmaschine ist niedrig und hat auch keine Ausrüstung. Er hatte, ja, und guck mal, 8000 Truppen gegen 5000 Truppen. Gut, da hat Lyncher UA natürlich gewonnen. Ja, aufgrund der Truppenanzahl, die er hat, sind ja viel mehr Truppen, die er da mitgenommen hatte und außer hier, da ist es gleich. Voldemort, Alter, du haust hier aber auch immer rein, das geht gar nicht. Ja, und alle Spieler von der Season 1 bis Season 4, die Ausrüstungsgegenteile, die können wir auch bald aufleveln, das wird richtig teuer, ne? Ambosse braucht ihr da und die ganzen Ressourcen für die Ausrüstung, die könnt ihr nämlich, ne, wenn ihr das Katana habt, könnt ihr das Katana irgendwann mal auf Level 60 hochpushen. Ja? Bringt richtig gute Angriffswerte, das seht ihr hier. 104% Attacke und 104% Defense auf voll aufgepowert. Und das ist schon krass. Ne? Okay, ja, wie gesagt, das sind die Kampfberichte. Sind schon nice, die Kampfberichte. Ich versuche natürlich immer noch ein Video rauszupicken, wo wir sehen, wo die mal sich gegenseitig kappeln, ja, wo wir das mal richtig im Bild haben. Und ja, wie gesagt, ich bin immer zu spät. Der Nebel ist weg, warum auch immer. Und ach ja, was mich hier noch ankotzt, ist Folgendes. Wir gehen mal hier, so, das ist das beste Beispiel. Wenn du einer Koalition oder so den Krieg erklärt hast, dann haben die Gegner einen schwarzen Background und eine rote Schrift, ja. Das siehst du hier kaum. Ne? Das ist total dämlich. Ich weiß nicht, wer sich sowas einfallen lässt. Auf dem Pad sieht man das jetzt gerade so, okay. Ne? Aber auf dem Handy kannst du knicken. Ja? Also die sollten das mal irgendwie anders machen. Das Ingame-Design hierfür, für die Namensanzeige, die müsste mal überarbeitet werden. Okay, ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so eure Season findet. Habt ihr schon Naps? Die Season hat gerade angefangen. Seid ihr schon Erste? Ja? Habt ihr schon verloren? Wie ist das bei euch geregelt? Und ansonsten viel Spaß in The Walking Dead Survivors. Ich muss erstmal meine Stimme schonen. Und ja, ich beende jetzt das Video. Bis dann, macht's gut, euer Sultai.